Uhu, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer weiteren Runde The Forest im Winter Wonderland. Es schneit so schön, alles ist weiß und winterlich. Und wir stehen am Lagerfeuer. Ich habe gerade meine Echse rausgeschmissen, dass ich mir mal noch eine Echse gönne, wenn wir jetzt gleich aufstehen. Denn wir werden jetzt erstmal heiern. Es ist mir viel zu dunkel, es ist nachts, es ist kalt. Gut, es ist tagsüber auch kalt, aber man sieht wenigstens was, wenn man friert. So, sehr schön. Wir hauen uns hier mal unsere Echse hinter die Kiemen. Und werden zusehen, dass wir weiterkommen. Wir wollten einen Abstecher zum Camp machen. Zum Filmcrew Camp nennt sich das. Denn dort finden wir noch Pfeile. Auf jeden Fall. Haben wir denn noch genug Sonnenhut? Oder Ausdauermischung? Alles noch vorrätig. Wunderbar. Dann sehen wir mal zu, dass wir zum Camp kommen. Ich weiß gar nicht mehr, wo genau das jetzt so ist. Es sieht alles im Winter ein bisschen anders aus. Muss man sich erstmal zurechtfinden. Aber da sind wir. Wir haben es gefunden. Sehr schön. So, hier haben wir schon die modernen Pfeile. Isoband war auch noch bei. Sehr schön. Jetzt stopfen wir uns erstmal voll mit Pfeile. So. Hier haben wir noch ein paar Leuchtfackeln, aber ich glaube, die dürfen wir eigentlich voll haben. Ja. So. Haben wir jetzt 50 Pfeile? Ja. Perfekt. So, dann würde ich sagen, hier noch das Isotape, Geld, würde ich sagen, düsen wir weiter. Also zuerst mal dann auch wieder zurück zum See und dann über die Landbrücke. Man könnte auch vorher noch vielleicht die Gleiterpläne holen, wenn man schon mal hier ist. Da müssten wir zum... Oh, da ist ein Reh. Wir brauchen doch Rehe für unseren Anzug. Wärmeanzug. Mal schauen, ob ich das erwisch. Treffer. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Dann haben wir jetzt drei, glaube ich. Wie viel brauchen wir? Sechs. Wäre schön, wenn hier noch ein Trummelungert. Wir können ja mal hier Richtung Meer laufen. Mal schauen, auf welcher Höhe wir sind. Ja, mich friert schon wieder. Der Frost. Da vorne haben wir das Bäumchen. Und da vorne haben wir ein Reh. Halt still! Ah, Mist! Nicht erwischt! So, wunderbar. Unser viertes. Ja, das lohnt sich doch. Wir brauchen ja sechs und wir brauchen aber auch noch einen Hasen, auf jeden Fall. Den Waschbären haben wir uns schon besorgt. Jetzt gehen wir erstmal Richtung Container, denn da müssen wir uns mal bloß bauen. Dann holen wir uns einfach schon mal die Pläne für den Hängegleiter. Dann können wir nachher ganz gemach mit den Wildschweinfällen wieder nach Hause segeln. Brauchen uns gar keinen Kopf machen drum, dass wir den ganzen Weg laufen müssen. Ja, Hasenjagd ist schwer bei den Verhältnissen hier. Also wirklich. Man sieht sie einfach nicht. Oh, haben wir hier Stoff. Sehr schön. Den lassen wir nicht liegen, den nehmen wir mit. Wenn wir doch mal schon mal hier sind. Wobei wir jetzt eigentlich echt eine ganze Menge Stoff zusammen haben müssten. Kann ja gleich mal gucken, was wir überhaupt an Stoff besitzen. 258. Naja, gut, okay. Das ist ein bisschen was. Da sollten wir erstmal hinkommen. Was haben wir denn hier noch? Alkohol. Ja, können wir aber gar nicht mehr verwenden. Das Einzige, was wir noch machen könnten, wäre mal hier ein Brandspeer draus bauen. Dann können wir wenigstens eine Flasche mitnehmen. Schildkröte wäre auch noch prima. Hier kommen doch auch Schildkröten. Da.
Komm zu Daddy. Komm zu Daddy. So. Jetzt gönnen wir uns mal den Schildkrötenpanzer. Wir haben keinen mehr gehabt. Und dann würde ich sagen, wir gehen mal hier rüber und gucken mal, wo wir unser Floß hinsetzen. Da oben haben wir ein paar Bäume. Da müssen wir nicht ganz so weit laufen. Deswegen würde ich sagen, setzen wir das Floß mal hier an. So. Ja, Seile, Stöcker, alles soweit da. Jetzt fehlt uns wirklich tatsächlich nur noch die Baumstämme. Die müssen wir uns hier oben organisieren. Gut, dann nehmen wir einmal hier den hier. Oh, der friert schon wieder. Und dann nehmen wir uns noch den hier neben. So. Aua. Ah ja, dann werden wir uns mal eine Fackel anzünden. Die jetzt gleich wieder ausgeht, weil ich die Baumstämme ja sammeln muss. Ach Mensch. Und wir warten noch ganz kurz. So, jetzt. Ja, wir können die ja mal hier so hinschmeißen, dass die uns da schon mal runterrollen. Gar nicht so leicht zu finden hier in dem hohen Schnee. So. Dann nehmen wir dich mal mit hier. Ach, na, sieh mal einer an. Hallo, Schwester. Warst du alleine? Nein, du warst nicht alleine. Du? Hallöle. So sieht das aus, mein Freund. Oh, so eine komische Keule habe ich schon. Ich hab da nichts Besseres. Ihr seid ja arm dran. So, erstmal hier nochmal das Baumstämme mitgenommen. Was war denn das gerade? Was war denn das gerade? Habt ihr das auch gesehen? Der hing in der Luft. Hing der? So, müssen wir aber eigentlich schon alle haben. Wir brauchen 7 Stück. Müsste soweit reichen. Oh, 2? 4? Alter, ist mir außer Puste. Vielleicht gönne ich ihm jetzt mal hier so einen Energy-Mix. So. Weiter geht's. Wir haben keine Zeit. 6. Dann brauchen wir noch einen. Na wunderbar, passt. So. Und bevor wir losfahren, werde ich einmal hier eine Fackel in der Hand nehmen. Ach, man könnte ja eigentlich auch ein Lagerfeuer hier auf dem Floß bauen. Das geht nämlich. Denn friert man unterwegs nicht so. Wenn man jetzt hier so Lagerfeuerchen hinbaut. So. Da kann man nämlich. Haha. Und der Frost geht weg. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Kann ich jetzt anheizen das beim Paddeln? Ja, Tatsache. Sehr schön. Ja, dann sehen wir mal zu, dass wir die Unterwasserhöhle finden. Da ist er doch schon. Sehr schön. War ja jetzt nicht so weit. Dann einmal hier das Feuer anheizen. Die Taucherausrüstung anlegen. Und ab hinein ins kühle Nass. Und kühl trifft's wohl heute. So, mal gucken, ob ich abfriere, bevor ich wieder draußen bin. So. Wo sind wir denn? Hier schnell durch? So, und dann haben wir hier schon den ersten Bauplan. Das ist dann erstmal der Turm. Der Starterturm für den Gleiter.
Ja, es frostet ihn schon wieder. So. Dann hier mal rein. Und hier liegt der Plan für den Gleiter. So. Okay. Dann haben wir eigentlich alles, was wir wollen. Wir sammeln uns noch die Armbrustbolzen ein, die hier rumliegen. Ja, die Armbrust kann man sich auch noch besorgen irgendwann. Auch noch ganz lustig, die Waffe. Aber nicht so weit bei Wirt. Die ist zu langsam. So, jetzt schnell hier hoch. Ich hoffe, dass wir noch bis zum Loskommen ohne Schaden zu nehmen. Lagerfeuer bauen? Nee, ne? Nee, nee. Wir ziehen das jetzt durch. Das. Bis zum bitteren Ende. Ach, Fian, wer friert schon? Hier hat doch keiner hier. Schnell hinaus. Aus der Höhle. Sag mal, schneit es unter Wasser? Sehe ich das richtig? So, da sind wir auch schon wieder draußen. An unserem schönen warmen Lagerfeuer. Und haben uns die Gleiterpläne besorgt. Können jetzt also den Hängegleiter bauen. Aber jetzt müssen wir zusehen, dass wir wieder zurückkommen. Denn wir wollen ja eigentlich Wildschweine. Wir brauchen Wildschweine. Und ich werde auch mal anlegen und nicht paddeln, denn das dauert mir. Obwohl, wir müssen eigentlich darüber. Doch, doch. Wir paddeln mal darüber. Dann schauen wir uns den ganzen Weg über die Landzunge rechts. Geht hier doch ein bisschen schneller. Denn ich will da, da ist ein kleines Dörflein, da will ich hin. Direkt an einem Wasserfall gelegen. Denn da gibt es Wildschweine, das weiß ich. Da werden wir uns mal unsere ersten besorgen. Aber wir brauchen natürlich auch noch Rehe und die sind auch dort. Deswegen ist das schon ganz praktisch. So, dann legen wir nämlich direkt am Wasserfall an, wo wir hoch müssen. Und schauen mal, dass wir unsere Wildschweine finden. Und unsere Rehe. Ziehen mal die Tauchausrüstung aus und gehen mal los. Ist völlig ungewohnt, dass alles in einem winterlichen Weiß getaucht ist. War schön sieht's aus. Also schon. Schon schick. Oh, jetzt kommen wir dem Dorf näher. Jetzt müssen wir mal die Augen aufhalten. Der Vorteil wird sein, dass man die Wildschweine wahrscheinlich besser sieht. Im Schnee. Was ja ein Nachteil für die Hasen ist, ist vielleicht ein Vorteil bei den Wildschweinen. Oh, wir kriegen Besuch. Hey Schwester. Wo ist dein Macker? Kein Macker. Dann war sie alleine. Kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Na gut, nichtsdestotrotz, wir werden erstmal hier ein bisschen was plündern gehen. Auch in der Hoffnung, dass das Wildschwein jetzt dann hier auch mal auftaucht oder ein Reh. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Haarspray. Da ist ein Reh. Ah, das haut schon ab.
Aloe Vera liegt hier auch rum. Haben wir aber voll. Da war ein Wildschwein. Ich habe ein Wildschwein gesehen. Ich habe das Wildschwein gesehen. Oh, da ist der Bro. Oh, jetzt ist die Frage, Wildschwein oder Bro? Ja, Bro. Noch einer. Hey, Buddy. Darf ich meine Pfeile wieder haben? Dankeschön. So. Also mir friert schon, ich zitter und das Zielen fällt mir gar nicht leicht. Und ein Wildschwein ist mir entkommen. Nein, ist es nicht. Da vorne steht's. Da. Da. Hallo, Schweinchen. Ja, unser erstes Wildschweinfell. Wunderbar. Mal gucken, ob wir Fleisch mitnehmen können. Wir haben Fleischstücken an Bord. Aber wir nehmen uns einfach mal noch eins mit und dann bauen wir uns schnell eine Futterstange irgendwo hin. Wo wir die Fleischstücke mal aufhängen können. Und zwar würde ich sagen, hier benutzen mal hier hinten die Ecke aus. Oh, ich höre ein Wildschwein. Ich habe ein Wildschwein gehört. Wo ist es? Wo ist es? Ach komm schon. Nicht Versteck spielen. Aua, jetzt friert es mir auch noch. Ich wollte doch gerade ein kleines Lager aufschlagen. Na gut, einmal gegrunzt, das wird schon noch wiederkommen. Wir machen das jetzt trotzdem mal, dass wir uns schnell ein Lager aufbauen. Ein kleines. Oh, Stecker für unser Lagerfeuer fehlen. So. Einmal schnell anzünden, damit das Frieren aufhört. Dann brauchen wir auch garantiert noch Stecker für unser Essensgestell. Leider. Da muss ich mal gucken, da oben sind bestimmt ein paar Sticky-Bäume. Wir gehen mal einfach kurz hier hoch gucken. Na komm, mach den kaputt, ich brauche die Stecker. Gib mir Stecker. Oh, ein Reh. Brauchen wir eigentlich auch noch, ne? Nein! Daneben! Doofe Sache. Wo ist es hin? Wo ist es hin? Das Wildschwein wäre schön. So? Da ist ein Reh. Da. Ach, scheiße. Mist, meine ich. Entschuldigung. Jawohl. Oh, guck mal, Mädel. Hallo, Schwester. Hallo, Brother. Meine lieben Freunde. Komm gleich zu euch. Schnapp mir nur noch ein Reh. Bin gleich da. Oh, da kommt noch einer. Jetzt wird es langsam interessant hier. So, die Pfeile mal schnell mitgenommen. Ah, die anderen sind gar nicht hinterhergekommen. Ihr seid ja feige. Ui. High Ground. Hast du keine Chance, Mädel. So, und die anderen sind wirklich nicht mitgekommen. Häng mal schnell das Fleisch auf. So. Da ist noch ein Reh. Zack. So, dann müssen wir unsere Rehpelle ja schon zusammen haben. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Boah, das ging ja jetzt echt flott. Das ging ja echt gut. Oh, dann können wir mal schauen, dass wir hier vielleicht mal noch... Ach du HW, ich habe meinen Speer irgendwie verloren. Muss ich mir mal ganz schnell einen neuen craften. So. Ein Schokoriegel. So. Alkohol, Schokoriegel, alles voll soweit gut ausgerüstet, sag ich mal. Dann
haben wir hier eigentlich... Ja, mir fehlt immer noch das Wildschwein, leider. Aber das soll uns nicht weiter stören. Wir haben hier schön geplündert. Das zweite Wildschwein werden wir schon noch finden, denke ich mir. Aber wir sollten vielleicht noch mal kurz gucken gehen, ob es sich hier vorne verkrochen hat. Auch nicht. Ja, ich glaube, wir haben es verschreckt. Es ist uns wohl abgehauen. Ah, stopp. Oh, noch mehr Stopp. Und noch mehr Stopp. So, und auch kein Wildschwein weit und breit mehr. Aber hier sind... Ach da, schaut. Ich wollte nämlich sagen, hier sind nämlich immer zwei. Minimum. Das haben wir noch gewollt. Jetzt haben wir unsere zwei Stück hier erstmal. Dann verpisse ich mich jetzt mal zu unserem kleinen Lager hier hinten. So. Fleisch muss ich ja nicht aufhängen, fällt mir ein. Aber ich könnte mir mal ein Stück reindrücken. Wir haben hier unser Wildschweinfell, zwei Stück. Wir haben aber kaum Stickies. Ich würde gern vielleicht hier mir einen Zwischenspeicherpunkt bauen. Dafür müssen wir uns mal ein paar Stickies besorgen. Vielleicht treffen wir ja noch einen Kannibalen. Oh, Stagger, Stagger, Stagger. Reichen die denn überhaupt schon? Nein, noch nicht wirklich. Ein paar wenige brauchen wir noch. So. Das müsste es jetzt sein. So, schnell zurück. Schnell zurück zu unserer Futterstange, zu unserem Lagerfeuer. Und es ist schon wieder kalt und da rennt schon wieder ein Bro. Hey, Buddy. Ich hab dich gesehen, mein Freund. Ja, ist nicht glücklich ausgegangen für dich, ne, mein Kleiner? Komm mal mit. Ich habe ja ein paar Knochen verbraucht und deswegen holen wir uns jetzt einfach ein paar Knochen wieder. Aber vorher bauen wir uns noch einmal hier einen kleinen Unterschlupf. So. Wie passend. Oh. Ich warte jetzt hier schön, bis die Knochen fertig sind. Das Fleisch ist schön am Trocknen. Uns fehlen noch ein paar Wildschweine. Ich glaube, Bambi-Fälle haben wir jetzt genug. Sieben. Wenn ich noch eins habe, dann habe ich zwei übrig. Damit könnte ich mir eine Trinkflasche bauen. Das wäre auch noch eine Idee. Aber erstmal würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt mit mir. Und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge dann wieder mit dabei. Wenn es dann heißt, hier im Winter Wonderland herumzusträuchen. Wir brauchen noch ein paar Wildschweinfälle. Die werden wir uns organisieren. Und mal gucken, wenn wir eh schon hier in der Gegend sind, dass wir dann vielleicht uns den modernen Bogen holen. Die Höhle ist auch nicht allzu weit weg. Aber ich werde uns hier erstmal absichern und bedanke mich bei euch und wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zur nächsten Folge, seid wieder mit dabei. Tschüssi!